beim Frühstück. Und langsam glaube ich, da ist das Thema hinter, dass die Kirchenglocken hier immer läuten, wenn ich lang gehe. Die wollen meinen Vlog stören. Und das heißt, dass ich plane, dass ich morgen, früh in die Uckermark fahre oder morgen Vormittag und dann vielleicht morgen Abend oder erst am Dienstagvormittag nach Berlin und am Dienstag auf der Republika bin, also der RP10. Dienstagabend aber wieder zurückfahren in die Uckermark und Mittwoch wieder zurück auf die Insel fahren. Und weil ich vom Einkaufen letztens noch so viel Obst habe, also Ananas und zwei Mangos und zwei Grapefruits und so, habe ich mir überlegt, mache ich mir daraus jetzt einen Smoothie. Sonst schaffe ich das sowieso nicht mehr. Heute ist Sonntag, der 1.5.2016 und die Straße ist merkwürdig leer, sehr wenig los. Komisch. Naja, wahrscheinlich sitzen sie noch alle beim Frühstücken, bevor sie alle abfahren und gemeinsam im Stau landen. Wow, cool. Das sieht ein bisschen diesig, das ist ein bisschen neblig. Das sieht schon cool aus. Da hinten ist schon ganz schön viel los. Naja, wie auch immer. Es wird wieder ein sehr kurzes Vlog. Ich muss wieder um 12 Uhr anfangen. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar hat Cookie keine Lust mehr am Strand mit dem Ball zu spielen. Deswegen gehen wir wahrscheinlich auch gleich wieder hoch zur Rasenfläche, da soll sich da noch ein bisschen austoben. Thank you.
Jetzt hätte ich echt fast die GoPro vergessen. Wir gehen auf die Rasenfläche. Am Strand scheint Cookie immer spielen zu wollen. Also da spielt sie auf alle Fälle dann. Das war es eigentlich schon wieder. Eine erfreuliche Nachricht noch. Ich bin da schon wieder. Die Leute. Ja, eine erfreuliche Nachricht noch. Ich habe Montag bis Mittwoch frei. Das heißt, ich fahre morgen früh in die Uckermark. Und dann entweder Montagabend oder Dienstag früh nach Berlin und zur Republika. Und Mittwoch wieder zurück auf die Insel, weil Donnerstag muss ich dann wieder arbeiten. Aber das freut mich. Dann habe ich wenigstens einen Tag auf der Republika und kann viele Freunde wieder treffen. Das ist cool. So, und das war's dann für heute. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.